Es kann euch keine andere Hilfe gesandt werden von oben als mein Wort, das euch warnt und mahnt und euch hinweist auf den rechten Weg und auf den, von dem das Heil ausgeht, der euch frei machen will von Not und Leid, aber dazu euren Willen benötigt. Ich kann euch immer nur rufen, dass ihr zu mir kommt, zu Jesus Christus, eurem Heiland und Erretter aus jeder Not. Immer werde ich auch euren Ruf hören, so ihr zu mir in Jesus Christus betet, denn meine Verheißung lautet: Was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Und darum lasse ich euch mein Wort zugehen, auf dass ihr durch das Wort zur Erkenntnis kommt, auf dass es euch leicht werde, zu glauben an mich als den Erlöser der Welt, der sich in Jesus Christus verkörpert hat, und mit euch in sichtliche Verbindung treten zu können, um für euch das Erlösungswerk auf Erden zu vollbringen. Ich kann euch nicht anders helfen als durch mein Wort, und die freiwillige Verbindung mit mir stellt ihr her, wenn ihr mein Wort empfangt oder anhört, und dann kann ich euch helfen, auch in irdischer Not, wie ich es euch verheißen habe. Solange aber die Menschen völlig abseits stehen von mir, solange sie nicht glauben und nur irdische Interesse haben, solange kann ich auch nicht ihnen nahe treten in Wort, und solange muss ich auch ihnen meine Hilfe verweigern, weil sie solche nicht von mir anfordern. Und darum ist viel Not und Elend auf Erden, denn es wirkt sich offensichtlich aus, dass die Welt von Satan beherrscht wird. Es ist ersichtlich, dass die Menschen nicht mehr anders als durch Not zum Nachdenken gebracht werden können, und also kann sie ihnen nicht erspart bleiben, so lange, bis sie sich mir verbinden, bis sie mein Wort annehmen und dadurch zur Erkenntnis gelangen, warum sie leiden müssen auf Erden. Helfen kann und will ich immer, doch ihr müsst mich darum angehen und mir durch euren Ruf zu mir beweisen, dass sie an mich glaubt und mich als euren Herrn anerkennt. Dann bin ich auch stets zur Hilfe bereit, dann wird die irdische und geistige Not behoben sein, denn letztere ist Anlass der irdischen Not, die ihr schmerzlich empfindet, während ihr die geistige Not noch nicht ermessen könnt, in der die Menschheit sich befindet in der letzten Zeit vor dem Ende. Darum wundert euch nicht, wenn ihr noch viel Leid ertragen müsst, wundert euch nicht, sondern sucht sie zu beheben, indem ihr euch innig mir anschließt und Kraft und Hilfe erbittet in Jesu Namen, die euch dann auch zugehen wird, wie ich es euch verheißen habe. Amen.